glaube mir, dann nimmt sich das Leben schön. Das bin ich, Tobias. Du hast ihn dann verloren. Das war gemein. Warte, nochmal von vorne. Das war gemein. Oh Mann. Okay. Das war echt gemein. 7 Tage will ich da leben, wo gestorben wird. In einem Kinderhospiz in Hamburg. Oder soll ich das Kissen hochziehen? Willst du gar nicht sitzen? Doch. Das erste Kind, das ich hier treffe, ist allerdings gesund. Tamara ist wegen ihrer todkranken Schwester hier. Kannst du dich mit deiner Schwester denn unterhalten? Nee. Nicht wirklich. Wie machst du das denn, wenn du was von der wissen willst? Ich frag sie einfach. Und was macht sie dann? Schlafen, Löcher in die Luft starren. Dann gibt es auch noch die Variante, dass sie lacht oder heult. Man weiß nicht, was man mit der machen soll. Soll man sie mit voller Wucht ins Therapiebad schmeißen oder in Schnee schmeißen? Man weiß nicht, was man mit der machen soll. Nein! Was guckst du denn? Kunterbunt, Pipi-Land. Sowas wie Phineas und Ferb. Ist das ein Zeichentrickfilm? Ja. Naja, das ist eine Sendung. Eine Serie oder was? Ja. Ach so. Und guckt deine Schwester da auch manchmal mit? Guckt eigentlich ganz schön viel Fernsehen. Naja, was heißt Fernsehen gucken? Meine Schwester ist blind. Ach so. Also meistens halt Fernsehen hören. Ach, das wusste ich nicht, dass sie blind ist. Nicht schlimm. Woher auch? Woher auch, ja. Oh Mann, immer zu spät. Hallo. Wie die meisten Lebenden habe ich große Angst, dem Tod zu nahe zu kommen. Hier im Kinderhospiz muss ich das. Ich will wissen, wie ist es, das tägliche Leben mit dem Tod? Gibt es hier auch Hoffnung? Und kann man hier, wo gestorben wird, etwas über das Leben lernen? Und davon handelt dieser Film. Natürlich können Sie es, Idiot. Ja? Wofür zahle ich denn? Jetzt. Wunderbar, warte ich mal runter. Jetzt. Jetzt müssen wir mal eben aufpassen. Ja, einfach überlegen. Aber dann die kommt ein bisschen mehr zu mir. Ja. Wie? Gut, dann machen wir es so. Ich glaube, die passt über beide. Ja. Beide so. Doppelt. Ja, das gehen wir auch okay. Ne? Jetzt geht's los. Ja, Entschuldigung. Ich sitze im Krankenzimmer von Samira, Tamaras Schwester. Samira ist todkrank. Macht mich fassungslos. Unsicher. Ich schaffe es erstmal nicht, mich ihr zu nähern. Klebe an meinem Stuhl. Friday! Was? Ich sagte, Bruce, wie heißt nochmal Freitag auf Englisch? Friday! Das ist Chad. Tamara ist das Gegenteil von mir. Vollkommen unbefangen. Für sie scheint die Krankheit ihrer Schwester schon immer ein Teil des Lebens gewesen zu sein. Stürmisch ist doch gut. Müssen wir jetzt auf den Knopf drücken? Ach so. Wann piept das denn? Samira leidet unter einer seltenen Muskelerkrankung. Bei ihrer Geburt haben die Ärzte ihr nur wenige Monate gegeben. Jetzt
ist sie 7 Jahre alt. Wie gehen die Angehörigen wohl mit ihrer Unsicherheit, ihrer Angst, ihrer Wut und ihrer Trauer um? Wenn es wenig gibt, woran die Hoffnung sich klammern kann, ist es vielleicht gut, wenn wenigstens die Hände irgendwas greifen können. Im Kinderhospiz Sternbrücke gibt es eine Steinwerkstatt. Einmal die Woche treffen sich hier die Eltern. Natürlich ist auch an diesem Ort der Tod präsent. Sie arbeiten an Figuren, die später mal auf den Gräbern ihrer Kinder stehen sollen. Wie war das für euch, als ihr zum ersten Mal hier wart? Ja, komisch. Natürlich hat man sich irgendwie so ein bisschen beim ersten Mal fehl am Platz gefühlt. Man wusste das ja nicht, was kommt jetzt diesen Aufenthalt. Wir sind spontan hergefahren, weil es ja nicht gut ging. Und da ist es natürlich schon so, was passiert jetzt? Und wir waren vorher noch nie hier. Und alles neu, alles komisch, alles, wohin führt jetzt der Weg? Und naja, da hat man sich beim ersten Mal erst am Ende dieser 2 Wochen, die wir hier waren, wohlgefühlt. Und am Anfang war es halt nicht schön. Ich meine, wir wussten schon, was auf uns zukommen wird, aber so richtig wahrhaben will man das ja dann trotzdem nicht. Ne? Ja. Und wie geht's Samira jetzt? Ja, wir sind leider mit einer Lungenentzündung hier angereist, die sie gerade frisch bekommen hat. Also ihr geht es im Moment jetzt nicht ganz so gut. Ich würde aber sagen, sie ist auf dem Weg der Besserung, dass es nicht ganz dramatisch ist. Wo hat sich die Lungenentzündung geholt, weißt du das? Nee, das geht bei ihr ganz schnell, das kann man gar nicht sagen. Also innerhalb von 2 Stunden ist das manchmal so weit. Die verschlechtert sich dann. Innerhalb von 2 Stunden? Ja, also es ist nichts los und auf einmal kriegt sie Fieber, dann hört man das richtig an der Atmung, dass es ganz schlecht ist. Die braucht Sauerstoff und dann geht es los mit Medikamente und mit allem. Und wie erklärt ihr das, Tamara? Was macht ihr, was erzählt ihr? Alles, was sie weiß eigentlich alles, was ihre Schwester betrifft, dass sie halt irgendwann, dass sie halt krank ist, dass sie das nie alles lernen wird und dass es eben auch irgendwann, dass sie früh sterben wird. Das weiß sie alles. Es ist mühselig, das immer wieder zu erklären. Da habe ich ganz viele Vorteile, weil wir kommen ja relativ oft an hier. Okay. Wenn wir uns alle hinschmeißen würden und heulen würden, würde uns dann nicht weiterbringen. Ne? Also kämpfen. Kämpfen und das andere Kind nicht vergessen. Das um sich selber darf man sich auch nicht ganz vergessen. Im Kinderhospiz wird ständig gekämpft. Für etwas mehr Zeit. Lebenszeit. Kann man den Umgang mit dem Tod lernen? Sich an ihn gewöhnen? Die Pfleger treffen den Tod hier jeden Tag. Wie kann man da sein Lachen behalten? Hier, wo die Hoffnung am Ende immer enttäuscht wird.
bei den Kindern mit Einschränkungen da so die einzelnen Sachen rauszukitzeln. Und wenn es wirklich nur ein Lächeln ist, weil man Benjamin Blümchen anstellt, das ist irgendwie so die Herausforderung und auch das, was mir Freude bringt. Die Kinder haben eine ganz andere Dankbarkeit als Erwachsene, auch wenn sich das so ein bisschen komisch anhört jetzt. Aber die Kinder merken, okay, die passt auch auf meine Eltern auf, die passt auch auf meine Geschwister auf. Sie hat mir versprochen, ich muss keine Angst haben, ich muss keine Schmerzen haben. Und so meistert man dann eben diese Situation und man ist auch im Nachhinein noch füreinander da. Das Kinderhospiz ist nicht nur ein Ort zum Sterben. Viele kranke Kinder kommen immer wieder hierher, zum Krafttanken. Wie die Zwillinge Phoebos und Iridanos. Soll ich dir helfen? Brauchst du gar keine Hilfe, ne? Iridanos leidet wie sein Bruder an einer extrem seltenen genetischen Erkrankung. Ist das dein Pulli, ja, ne? Hier steckt man die Arme durch, dann willst du erst durch den Kopf. Okay. Das macht meine Hilfe fast überflüssig, ne? Keine Socken? Doch, oder? Ach, Strumpfhose erst. Was gibt's da zu lachen? Steh mal kurz auf. Ja. So, komm mal her. So richtig unterhalten kann ich mich mit keinem der Kinder im Hospiz. Nee, der Pulli muss nicht, oder? Nee, der Pulli muss nicht. Krankheit und Behinderung hindern sie daran. Warte, mach sie auf, dann geht's schneller. Auch die Zwillinge können nicht richtig sprechen. Sehr gut. Das ging ja super schnell. Iridanos und ich verstehen uns trotzdem. Das ging ja super schnell. So, fertig. Ja. Im Jahr kommen 140 Kinder hierher. An meinem dritten Tag zieht Lucia mit ihrer Mutter ein. Lucia geht's nicht gut und auch ihre Mutter kann nicht mehr. Lucia hat MPS, das ist eine Krankheit, die dafür sorgt, dass sie geistig immer weiter abbaut und sich mit jedem Jahr schlechter bewegen kann. Während andere Mütter sehen, wie ihre Kinder immer mehr vom Leben nehmen, ist es bei Lucias Mutter genau umgekehrt. Sie muss mit ansehen, wie die Krankheit dafür sorgt, dass Lucia immer weniger vom Leben bleibt. Komm, geh mal raus. Einmal schauen, wo du jetzt bist hier. Ja? Hab ich mal ein Foto von euch? Das Therapiebad im Hamburger Hospiz ist auch ein kleines bisschen Therapie für mich. Berührungsängste weiter abbauen. Spielen mit den Zwillingen. Hallo. Guten Tag, Fahrerwechsel. Durchsteigen bitte. Oh. Willst du auch mal hier vorne hin? Ihre Mutter Ramona ist eine Diebin. Sie stiehlt dem Tod Zeit. Und das jeden Tag. Gelingt ihr echt ziemlich gut. Bei der Geburt hatten Phoebos und Iridanos nur eine Lebenserwartung von 3 Monaten. Heute sind die beiden 10 Jahre alt. Wie bekämpft man am besten den Tod? Mit Leben. Die haben ja sozusagen die Sprache auch selbst entwickelt. Am Anfang hatten sie eine ganz andere Sprache, die Zwillingssprache. Und jetzt ist es eigentlich Deutsch. Es ist auch sehr deutlich, aber die beiden können auch ein bisschen Griechisch. Echt? Ja, ja, das können sie auch. Phoebo hat sein Hörgerät genannt. Der Hase hinter dem Ohr. Das hieß dann Gor-Aki. Gor für Ohr, Aki ist der Hase. Also Gor-Aki, der Hase hinter dem Ohr. Das ist nach wie vor sein Hörgerät, sagt immer, Mama, Hörgerät, Gor-Aki. Ja, siehst du, das wäre zum Beispiel...
ein Begriff, den ich jetzt niemals als Hörgerät identifiziert hätte. Du nicht und die Krankenschwester auch nicht. Also es ist wirklich nur unser Dreierbegriff. Energie haben die beiden ja mehr als genug, oder? Powermännchen. Das sind wirklich Powermännchen. Die stehen ja morgens relativ früh auf. Um 5:30 geht's los bei uns der Tag. Ja, und um 9:30 sind wir im Bett erst. Durch ihre Mahlzeiten. Ja, wir gehen gleich noch mal rein. Oh, warte mal. Komm mal her, das ist nicht richtig drin. Komm mal, bück dich mal eben. Bück dich mal eben, bitte, dass es nicht reinfällt. Warte. Ja, nee, ist nicht richtig. Hast du das Sagrotan-Spray da, dass ich da noch mal ein bisschen rangehen kann? Das saß nicht richtig. Warte, ist gut. Nee, wir müssen da gleich noch mal ran. Guck mal, andere Seite. Nee, das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Warte. Ja, das ist nicht richtig. Das hättest du doch was sagen können, das spürst du doch. Ja, bei Imko Aki. Nee, das musst du nicht machen. Fivo, komm mal ja mal mit Imko Aki gucken. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auf der Fahrt Richtung Hamburg-Rissen. Bitte stellen Sie das Rauchen ein. Soll ich schneller fahren? Aber warte, wir müssen erst auf den langen Flur, da können wir schneller fahren. Was man hier echt aushalten muss, ist diese ständige Unsicherheit. Weil, auch wenn es den Kindern heute gut geht, kann es ihnen morgen schon deutlich schlechter gehen. Okay, auf die Plätze fertig los, würde ich sagen, oder? Gegen diese Unsicherheit helfen Rituale. Sogar über den Tod hinaus. Da lacht er. Was denn, nein? Ist er abgehauen? Ja, da hinten. Ich glaube, der versucht noch mal zu Karin Therapie machen. Aber ihr habt doch schon Therapie gehabt, ne? Ja. Das heißt, du denkst auch ab und zu noch an Kinder, die vor einigen Jahren vielleicht verstorben Natürlich. Sind? Natürlich. Es gibt bestimmte Lieder, die im Radio laufen. Over the Rainbow zum Beispiel ist ein häufig gespieltes Lied. Das sind dann so Lieder, wo ich manchmal denke, oh ja, das war Merle oder das war Kevin. Und dann kommen die Tränen doch mal kurzzeitig hoch. Aber ich denke, muss auch mal sein. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat so seine Art und Weise, mit dem Tod umzugehen. Ich für meinen Teil habe zu Hause auf der Fensterbank eine Kerze stehen. Und wenn ich so eine Situation habe, dass ich mal wieder an eins meiner Kinder denken muss, dann mache ich diese Kerze an und dann versuche ich aber auch, damit gut sein zu lassen. Ich denke, das hat jeder so für sich, dass er irgendein Ritual hat. Und wenn er an den Strand fährt und sich die Wut aus der Seele schreit, ich weiß es nicht, aber ich glaube, jeder hat so seine Art und Weise. Juli, August, September, jeden Monat neue Namen von Kindern, die hier gestorben sind. So wird an sie erinnert. Auch ein Ritual. Habt ihr schon angemacht? Sandmännchenzeit. Sandmännchen. Auch wenn es jeden Tag nur 10 Minuten sind, aber für die kurze Zeit sind die drei eine ganz normale Familie. Mein fünfter Abend. Und zum ersten Mal fühle ich mich nicht wie in einem Kinderhospiz. Und zum ersten Mal merke ich, es gibt sie. Die Momente, in denen man durchatmen kann.
Was kann man in einem Kinderhospiz fürs Leben lernen? Dankbarkeit. Mehr als irgendwo anders. Dankbar sein dafür, wie gut es einem geht. Und Mut. Mut, nicht aufzugeben. Aber woher nehmen die nur all ihre Kraft? Das Kinderhospiz schläft nie. Zwölf Krankenbetten gibt es hier. Die Pfleger passen auf die Kinder auf. Die medizinischen Geräte werden regelmäßig gecheckt. Und jedes Kind wird in der Nacht mit einer Kamera überwacht. Das sorgt auch dafür, dass die Eltern endlich mal durchschlafen können. Bei Lucia ist jeder Schritt, jeden Tag eine Herausforderung. Im Kinderhospiz ist bei jedem Gang immer eine Schwester dabei. Für Lucias Mutter bedeutet das Entlastung, Erholung. Kommt jetzt schon das Mehl dazu? Ich weiß nicht, kommt erst das Mehl mit dem Backpulver oder erst die Eier noch? Brauchst du eine Brille? Nee. Mit 31 noch nicht, ne? Nee. Klar, im Kinderhospiz geht es immer um die kranken Kinder. Aber auch für die Eltern kann der Aufenthalt hier lebenswichtig sein. Und sei es, um einfach mal ein paar Stunden was anderes zu machen, als immer nur zu pflegen. Also ich schlafe immer nur 2-3 Stunden in der Nacht. Frag mich nicht, wie ich das mache, ich weiß es nicht. Ich habe oft schon, also momentan seit einem Jahr nehme ich auch Antidepressivum, weil ich manchmal absolute Panikattacken kriege. Also da schnürt sie mir alles zu und ich pack das alles nicht mehr. Ich bin dann einfach nur müde. Also ich könnte mich ins Bett legen und ich könnte, glaube ich, 24 Stunden lang durchschlafen, wäre immer noch müde. 4 Kinder, eins davon todkrank, alleinerziehend. Das ist Inas Leben. Wenn es Lucia nur wäre und die Kinder, wird es noch gut hin. Aber ich habe mit meinem Ex-Mann auch noch so Stress, der dann da mal reinfunkt. Und das ist dann einfach so, das ganze Paket zusammen dann nicht wissen, wo die Kohle herkommt. Und immer alleine, das ist einfach manchmal zu viel. So. Aber ich kann auch nichts dran ändern. Also doch, meine Einstellung. Das kann ich machen. Okay. Glaubst du, dass die Kinder selber entscheiden, wann sie gehen und kommen? Ab einem bestimmten Punkt glaube ich das schon, ja. Ich bin da früher auch mal Rettungsdienst mal gefahren. Ich hatte immer das Gefühl, es gab so ältere Leute, die haben so verbissen an ihrem Leben. Die waren sowas von böse manchmal auch. Und du hast gemerkt, die sind noch gar nicht im Reinen, die können noch gar nicht gehen. Die waren schwer krank oft. Aber ich denke, es ist doch eigentlich das Schöne, wenn man so versucht, sozusagen abzuschließen. Und ich glaube, die Kinder wissen das schneller wie wir. Dem Tod möglichst viel Leben entgegensetzen. Hier im Hospiz bedeutet das heute los! Feiern. Den Geburtstag von Lucias Schwestern. Lucia, das ist deiner. Vielleicht kann man hier dem Thema Tod manchmal entkommen. Vielleicht kann man ihm aber auch den Schrecken nehmen, indem man sich ihm stellt. Sich sozusagen vorbereitet. Und so Sicherheit für sich selber schafft. Ja, super.
Meine Kinderärztin hat mich abends reinbestellt und hat dann unter Tränen mir erzählt, was Lucia hat und was auf mich zukommt. Ich saß nur daneben und habe, glaube ich, erstmal gar nichts gefühlt, weil wir allesamt aus der Schule Läuse hatten an dem Wochenende und die Waschmaschine kaputt ging. Und das war einfach eine Nummer zu viel. Das, also ich glaube, realisiert habe ich das ein bisschen später erst. Also ich gehe mit dem Thema ganz bewusst um. Also ich hatte vor Jahren mal einen Traum, wie die Beerdigung zum Beispiel von ihrer Stadt aussehen soll. Und habe dann zu einer Bekannten, die ich habe, die ist Bestatterin in Hamburg-Bergedorf. Und mit der habe ich mich zum Beispiel getroffen und habe das komplett geplant. Mhm. Ich weiß, welche Kosten auf mich zukommen, habe noch eine Sterbeversicherung abgeschlossen für die Kinder und weiß, habe ein Konto für sie ein Konto eröffnet, wo ich einfach jeden Monat Geld drauf spare, damit ich bis dahin ein Geld habe. Mhm. Weil so eine Bestattung kostet einfach ein Heidengeld. So, und seitdem ist das für mich das Licht da. Claudia weiß, wenn es soweit ist, ich habe die und die Leute, die das sozusagen mitplanen. Das war wie so eine Hochzeit planen. Das war einfach eigentlich ein schönes Erlebnis. Ja, es klingt komisch, echt? Aber ja. Ich fand das total schön. Das hat so einen Spaß gemacht. Und es ist einfach, ich brauche mich damit jetzt einfach nicht mehr beschäftigen. Ich weiß, wenn der Punkt ist und ich tatsächlich traurig bin, dann hat man ja auch nicht mehr den... kannst du nicht trauern dann in dem Moment, weil du dich dann um die ganzen Sachen kümmern musst, um die ganzen Ämter. Das habe ich jetzt sozusagen gesagt, okay, ich habe das abgelegt, ad acta gelegt, jetzt ist das da und wenn das soweit ist, dann kann ich mich damit, muss ich mich nicht mit auseinandersetzen, sondern die Claudia weiß, wen sie ansprechen muss, um das und das in die Wege zu leiten. So. Und wie stellst du dir diesen Tag vor, wenn ihr den schon geplant habt? Natürlich werden Tränen fließen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach auch wirklich nur Spaß. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Darf ich einmal an deinen Bauch ran? Ja. Den habe ich ein bisschen versteckt heute. Die wollten mich vorhin schon rauspflücken wieder. So, und was ist das da jetzt in der Spritze? Angeht ja Traubensaft mit Wasser. Ganz viel Wasser. Ah, lecker. Den geht es aber nicht über die Pipeline. Alles klar. Dann verstecken wir den auch mal wieder. Ich denke, es ist eine Aufgabe für uns. Und ich finde, solche Kinder sind einfach ein totaler Segen eigentlich für uns, weil wir einfach lernen können, was wir uns wünschen, bedingungslose Liebe zu geben, ohne haben zu wollen. Wir kriegen was zurück. Ich kriege auch ganz von ihr viel, wenn sie meine Kette anfasst, mein Ring, wenn sie mich anfasst und mir die Nase reinpult und sonst irgendwas macht. Das ist ja ihre Form oder mir auf den Kopf haut. Aber das ist das, was wir hier lernen können. Und das finde ich irgendwie, es ist ein großes Geschenk. Auch wenn ich müde bin und manchmal schon mittags eigentlich ins Bett gehen könnte. So, aber nee. Ja. Wer hierher kommt, lernt viel über das Sterben. Aber auch viel über das Leben und bedingungslose Liebe zwischen Eltern und Kindern. Der Abschiedsraum. Ein Totenbett nur für Kinder. Eigentlich dürfte es sowas überhaupt nicht geben. Der Tod eines Kindes ist immer verdammt ungerecht. Das kann auch ein Hospiz nicht ändern. Aber dem etwas entgegensetzen. Seelenfrieden. 7 Tage war ich im Kinderhospiz. Hi. Ich habe einen Ort kennengelernt, an dem die größten Unterschiede näher zusammenliegen als irgendwo sonst da draußen. Hoffnung und Verzweiflung. Freude und Leid. Erschöpfung und Kraft. Tod und Leben. Wir sind eins. ARD.